Ah, das ist gerade der Guy. Hey, Guy, hoi. Du, dich kannst lange mal etwas fragen. Hast du Zeit? Da? Komm, halt dich schon. Hey, wenn wir keinen Termin abgemacht hätten, hätte ich keine Zeit. Aber jetzt habe ich Zeit. Oh, stimmt. Ja. Haben wir heute abgemacht? Wir haben es heute abgemacht, ja. Oh ja, du hast wirklich die Zeit. Ja. Aber da kommt ein Paket, da so ein schönes Plätzchen für uns. Tipptopp, machen wir. Danke, Guy. Ja. Ja. Parkieren, Interview mit dem Guy Mäder, eine Koryphäe aus Würenlos. Lehrer, Künstlerleiter und Tänzer. Und wir zeigen heute das Interview über den Mann, den man vielleicht unterschätzt oder gar nicht weiss, was wir in Würenlos für einen tollen Künstler oder Tänzer oder Leiter haben. Die lange Tiefpreishitze, unglaublich günstig. Zum Beispiel der handliche Akkubesensauger für nur 99 Franken. Oder Bratpfanne mit Glasdeko für nur 9 Franken 95. Top-Qualität, einfach immer günstig. Jetzt bequem online bestellen auf landi.ch. Guy, ich habe auf deiner Website gesehen, was dort alles steht. Es steht Lehrer, Künstler, Leiter, Tänzer in der Schweiz. Was ist jetzt in welcher Reihenfolge und wie tust du das einordnen? Ja, also, so aktuell ist es nicht mehr. Eigentlich wäre die Reihenfolge Tänzer, Lehrer, Künstler, Leiter. Das Tanzen habe ich jetzt mal so ein bisschen auf die Seite geschoben. Bin nicht mehr so aktiv selber auf der Bühne. Und nachher ja, habe ich dann die Lehrerausbildung gemacht und dieses ist dann auch so mit der Zeit gekommen. Und ich habe dich auch kennengelernt am Kantonal Turmfest Wettingen eigentlich so richtig, oder? Dort hast du eine grosse Aufgabe gehabt mit der Partnerin, jetzt mit der jetzigen Frau. Was haben die dort genau gemacht? Also es war nicht mit der Partnerin. Ich habe das 543 Social Media Format gemacht mit der Sanja von Würenlos. Und wir haben dort nachher einfach so kurze Beiträge gemacht über das Turmfest. Ja. Mhm. Und wie bist du eigentlich zu dem Ganzen gekommen, eben die Koordination, die du da machst, für die Turmfest, für die Abschlussfeier etc. Ist das eigentlich, hast du das gelernt, du hast Lehrer gelernt und Tänzer hast du gesagt, hast du gelebt vom Tanzen. Wie bist du zu dem Bereich gekommen? Also zum Showbereich bin ich eigentlich mit der Kombination vom Turnen und Tanzen gekommen. Ich habe zuerst Kunstturnen und bin so irgendwie beim Turmverband immer ein bisschen drin gewesen. Bin nachher ins Tanzen. Und dann habe ich Choreografieausbildung gemacht, wo ich übrigens Marina kennengelernt habe, meine Frau, beim Schweizerischen Turmverband. Und so bin ich nachher wieder hineingekommen und habe die Shows entwickeln. Nachher, ja. Und wenn wir gerade noch bei deiner Frau sind, Marina, die ist eine ganz gute Kunstturnerin, gell? TV Wettingen. Ich glaube, sie sind schon ein paar Mal Schweizermeister geworden. Ist sie auch schon im Nationalkader gewesen? Im Kunstturnen hat es ihr, glaube ich, nicht so weit gelangt. Entschuldigung, Marina. nein, aber sie war nachher sehr erfolgreich im Vereinsturnen beim Turnverein Wettingen. Hat dort auch ganz lange die Leitung übernommen vom Boden- und Ringprogramm und ist mehrfach Schweizermeister geworden. Ja. Schön. Und ich glaube, sie hat dir auch den Weg geöffnet, dass du überhaupt auf Würenlos losgekommen bist. Ja, kann man so sagen. Wie man es gehört, ich bin eigentlich Solothurner und sehr gerne Solothurner, weil es eine super schöne Stadt ist. Durch das, dass sie so aktiv war in Wettingen und ich bin allgemein immer ein bisschen unterwegs gewesen in der Schweiz, ist es für mich nicht so relevant gewesen, wo das ich herziehe. Mhm. Und darum sind wir nachher auf Wettingen gekommen und später nachher auf Würenlos. Ja. Mhm. Und jetzt sind wir hier in Würenlos zu Hause. Jetzt bist du mittlerweile auch schon einfacher, zweifacher Vater, einfacher. Hä? Einfacher Papi, ja. Ja. Also ein schwieriger Papi, aber mit einem Kind. Und wie hast du den Sprung geschafft, eben vom Lehrer, von anderen Jobs gemacht hast? Jetzt hat es einen Familienvater, ist noch schwierig, alles zusammen unter einen Hut zu bringen, oder? Ja, aber zum Glück haben wir so flexiblen Beruf, also Lehrperson. Muss nicht hundertprozentig arbeiten, sodass ich Zeit habe, eben zu andere Projekte zu machen und eben auch noch Familienvater zu sein. Ja. Zum Thema Sport habe ich noch ein paar Fragen gegeben. Wir gehen aber hier ein bisschen in Schatten. Wir sind hier eigentlich in der Sportstätte von Würenlos. Boccia Club, Schwimmbad, Tennis. Hier unten haben wir noch Fußballanlagen, Schulen natürlich auch, die dich betreffen. Aber schauen wir noch im Schatten miteinander an. Das ist gut. Eben, Guy, du hast mir vorhin gesagt, du sagst eigentlich vom Kunstturnen gekommen und danach bist du weitergegangen ins Tanzen. Und jetzt machst du ja eigentlich sportlich, bist du so oder so, aber machst eigentlich noch Sachen einfach im Bereich Umgebung für den Sport. Also Koordination, künstlerische Leiter. Was genau machst du dort? Also als künstlerischer Leiter von Turnshows bin ich verantwortlich für die ganze Konzeption von einer Turnshow. Es sind meistens zweistündige Shows mit etwa 400 bis 600 aktiven Turnern. Dort tun aber Turnvereine respektive Gruppen ihr eigenes Programm präsentieren. Und unsere Aufgabe, meine Aufgabe ist es, dort mit dem Team zusammen einen roten Faden zu spannen, das Lichtkonzept zu machen, Final, Opening,
Genau so, dass es eine runde Show gibt und nachher auch die Regie führen. Also das heisst, während der Show Kommando geben, wer wenn auf die Bühne kommt und was wenn passiert. Das wollte ich genau noch sagen, weil das habe ich schon gesehen. Du bist dort, glaube ich, schon die treibende Hand. Also du führst wirklich die Regie. Hast ein Auge dazu natürlich, weil du von dem Sport her auch kommst, oder? Dass es wirklich ein perfektes Produkt gibt, oder? In der Hallenstadion habe ich schon gesehen. Und Gymnastriade, erzähl mal etwas von dort, hast du auch schon gemacht, oder? Genau, Gymnastriade, das ist alle vier Jahre, das ist ein Weltturnfest, findet immer an einem Ort statt. 2019 habe ich mit der Marina, mit meiner Frau zusammen die FIG-Gala choreografieren. Das ist die internationale Abschlussgala mit Gruppen von der ganzen Welt. Und jetzt letztes Jahr sind wir in Amsterdam gewesen, haben wir den Schweizer oben dürfen inszenieren und choreografieren. Ja. Und jetzt hast du glaube ich, wieder ein Projekt. Du hast gesagt, du hast wenig Zeit. Irgendwie im Januar, Februar kommt glaube ich, wieder etwas. Was steht da vor der Tür? Ja, jetzt sind wir wirklich sehr aktiv. Wir haben im Januar, am 10. Januar, sind wir in der Vaudoise Arena in Lausanne. Haben dort in Motion eine Turnshow. So ein bisschen als Kickoff fürs Turnjahr 2025, wo ja dann mit dem eidgenössischen Turnfest quasi das Highlight hat das nächste Jahr. Samstag, 15. Oktober 2022. 10 Jahre nach der letzten Sendung sind wir zurück. Herzlich willkommen bei Benissimo! Freuen Sie sich heute auf der DJ Bobo, Zoe Weiss, Gotthard, der Kaya Janau und Helene Fischer. Zusammen mit den Tanzfriends aus 2 Jahrzehnten Benissimo begrüßen wir jetzt den Mann, der dieser Sendung den Namen gegeben hat. Jetzt bist du hier auf Führer losgekommen. Im Kunstturnen ist ja irgendwann fertig. Was war denn der Grund, dass du nicht weitergekommen bist? Es war eine Kombi, glaube ich, beim Kunstturnen. Die mentale Schwierigkeit. Ich hatte den Mut nicht mehr für gewisse Elemente. Und ich hatte auch die Freude nicht mehr so gehabt. Und ja, nachher hat sich eigentlich das eine durch das andere ergeben. Ich bin mit meiner Schwester das DJ Bobo Konzert auf dem Heiteren schauen und habe ihr dann mal gesagt, hey, auf dieser Bühne will ich stehen. Und dann hat sie mir einen Gutschein geschenkt für eine Tanzstunde und so bin ich nachher zum Tanzen gekommen, ja, und habe dort grosse Freude entwickelt und mit dem Kunstturnen nachher aufgehört und ins Gerätturnen gewechselt. Eben, da hast du gesagt, du bist ins Tanzen gewechselt dort. Und was hast du denn für Funktionen gehabt? Ich sehe, der Homepage hast du DJ Bobo als Referenz, als Schweizer Fernsehen oder also ganz bekannte Namen. Was hast du denn genau gemacht? Ja, ich habe glaube wirklich meinen Traum verfolgt, mein Ziel. Ich habe intensiv getanzt, bin dann auf Los Angeles trainieren. Und dann bin ich zurückgekommen und dann bin ich so in die Maschinerie gekommen, habe 3 Tourneen gemacht mit dem DJ Bobo. Also als Tänzer dann? Genau, als Tänzer. Beim Benissimo gewesen, bei den Friends, die letzten 2,5 Jahre, bevor es aufgehört hat. Haben uns Würlos wahrscheinlich alle schon mal gesehen, Benissimo? Wahrscheinlich, auch nicht gewusst. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, das mit dem Tanzen, es ist cool, es macht Freude. Ich habe mein Geld verdienen, sehr Glück gehabt eigentlich auch, dass ich die Möglichkeit hatte. Dann habe ich aber gleich gemerkt, so, ich will etwas mehr, wo mich nicht nur als Mensch, respektive als Position, als Nummer auf einer Bühne identifizieren, definieren. Und habe so nachher zum Lehrerberuf gewechselt, habe die PH gemacht. Eigentlich etwas, was ich schon immer gerne gemacht habe, in Jugendlager geleitet und so. Ja, und jetzt bin ich knapp 10 Jahre Primarlehrer. Ja.
Guy, du bist für mich ein Mann für alle Fälle, also du machst extrem viel. Und ich glaube, du hast auch eine eigene Firma, die so Koordinationen oder auch junge Talente, du tust dich glaube ich managen. Was machst du nebenzu noch? Nein, das gar nicht. Also ich bin grundsätzlich Primarlehrer und habe einfach verschiedene Jobs, die man mich buchen kann, als Regisseur, Choreograf. Aber ich tue eigentlich nie mehr aktiv fördern. Für das habe ich die Kapazität gar nicht, sondern es ist mehr, ich werde dann angefragt und wenn ich Lust und Zeit habe, also ist es mega schön, dass ich das so leben darf, ich es umsetzen. Ja. Geht dir das auch finanziell auf oder machst du das mehr hobbymäßig oder ist das irgendetwas, was du selber noch mehr aufbauen? Es ist eine Kombination von beidem. Also, es ist ein Hobby, aber ich will es nicht mehr vollberuflich machen. Ich habe die Erfahrung gemacht mit dem Tanzen. Mit der Zeit ist es mega schade, wenn man eigentlich sein Hobby zum Beruf macht und wie die Freude verloren geht. Das ist sehr individuell. Ich glaube, ich werde es parallel immer weiterleben, weiterentwickeln. Vielleicht schon mal eine eigene Agentur zu haben, die so Showproduktionen macht, aber jetzt nie als grosses Pensum. Also wirklich, es soll ein kleiner Bestandteil sein. Die eine ganz grosse Kiste hast du noch im letzten Grund oben gehabt. Was hast du dort machen? Ich habe die Show von der Büzerbuben choreografiert. Also eigentlich alles, was getanzt worden ist, bin ich verantwortlich gewesen, ja, mit einem Team. Ja. Mit dem Göhlen, mit dem Traufe, war es nicht ganz einfach gewesen, oder, mit denen? Ja, es sind super Typen, doch. Ja. Sie haben selber nicht getanzt, was auch gut ist. nein, das ist, haben wir wirklich gezielt einzelne Nummern probiert, einfach noch rauszuheben. Genau. Also du hast wirklich deine Hobby eigentlich zum Beruf, zum Traumberuf können machen. Wo siehst du dich jetzt in 10 Jahren zum Beispiel privat oder sportlich? Oder wie siehst du das? Siehst du dich hier in der Schweiz als irgendwie, oder als was siehst du dich? Ja, ich glaube, inzwischen bin ich schon ein bisschen sesshafter geworden, wie auch schon. Eine Zeit lang war ich sehr unterwegs gewesen. Von dem her denke ich, ja, in der Schweiz bleiben, das schon. Nein, und dann vielleicht Lehrperson mal wechseln, vielleicht so Richtung Schulleitung oder so. Aber sicher im Bildungswesen bleiben, das ist mir ein Anliegen. Und aber auch so Kombi von Showwelt, genau. Eben. Und Würrelos, was für einen Bezug hast du zu Würrelos? Du wohnst jetzt da, fühlst dich da wohl? Hast du gesagt, vor Solothurn sei eine super Stadt. Wie gefällt dir denn Würrelos? Ja, also man kann es nicht vergleichen. Das schon mal, also Würrelos finde ich mega toll. Was mir gefällt, das ist so, es hat eine gute Grösse, es hat eine gute Vereinsstruktur. Ja, und durch das, dass ich im Turmverein bin, habe ich auch schnell Anschluss gefunden. Ja. Eben sehr aktuell ist glaube ich, das nächste Beachvolleyball. Wann findet das statt? Machst du das auch wieder mit? Ja, das mache ich auch wieder mit. Jetzt überfragst du mich gerade, ob es der 10. August ist. Einfach dann, den Samstag, bevor die Schule wieder anfängt, ist das Beach wieder los. Ja. Im OK oder auch selber mitspielen? Ja, vorwiegend mal im OK. Und wenn es Platz hat, spiele ich gerne mit. Ganz zum Schluss jetzt noch, was hast du in der nächsten Zukunft vor? Ferienplanen irgendetwas? Brauchst du es oder wie sieht es aus? In näherer Zukunft, also ich habe gerade unterrichtsfreie Zeit, darum konnte ich auch das Interview machen. Wir gehen im Sommer 2 Wochen auf Italien, so gemütlich mit dem Büsschen genau. Und dann nehmen wir eins nach dem anderen. Super, danke vielmals Guy für die Zeit, die du genommen hast. Und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg bei all deinen Projekten, aber auch in der Familie. Und danke noch vielmals, toi toi toi. Merci, ja, danke. Die Tiefpreis-Hits unglaublich günstig. Zum Beispiel der handliche Akkubesensauger für nur 99 Franken. Oder Bratpfanne mit Glasdeko für nur 9 Franken 95. Top Qualität, einfach immer günstig. Jetzt bequem online bestellen auf landi.ch.